Wir werden jetzt im nächsten Teil über Datenstrategien reden, also die ja quasi auch das Rezept genannt wird von den Unternehmen, dass man eben zum Beispiel, jetzt wird da noch, wir kriegen noch Mobiliar, Sie sehen schon, wir haben sehr viele Leute auch auf dem Publikum, zum Glück, die das eben mit uns diskutieren, wie kann man Technologie vor Missbrauch schützen. Ich möchte bei mir auf der Bühne deshalb begrüßen Judith Belesch, wir haben Marcel Blattner und Marc Hollitscher und last but not least haben wir Nicolas Passadelis von Swisscom. Bitte alle auf die Bühne zu uns hier ins Wohnzimmer. Es wird richtig gemütlich, also kurzer Umbau hier zum Talk der Datenstrategien. Judith Belesch, herzlich willkommen. Sie dürfen gerade auf die Seite aufschließen. Marcel Blattner, herzlich willkommen, bitte sehr auf diese Seite. Ich werde Sie alle noch kurz vorstellen. Herzlich willkommen, Marc Hollitscher und Nicolas Passadelis. Also ich habe es kurz gesagt, Datenstrategie wird jetzt quasi als Heilsbringer versprochen. Jede Firma muss jetzt eine Datenstrategie haben und dann werden wir dem Missbrauch von Technologie, Software, Algorithmen entgegenwirken. Und jetzt haben wir hier ein paar Vorreiter in Sachen Datenstrategie und ich bin auch sehr erfreut, dass wir auch die Politik hier bei uns haben mit Judith Belesch. Sie ist Kantonsrätin von der GLP. Sie ist eigentlich eine ungewöhnliche Politikerin in diesem Sinne. Sie hat lange in der Privatwirtschaft gearbeitet, in der Finanzindustrie, im Consulting. Sie hat zwei Firmen gegründet, Start-ups, letzthin auch eins im Bereich Digital Health, was hingegen ein bisschen typisch ist für Politiker. Sie ist von Haus aus Juristin, allerdings mit MBA und sie ist auch Vizepräsidentin der GLP. Und neben mir haben wir Marcel Blattner und da muss man auch sagen, er ist Chief Data Scientist bei Tamedia, der einzige Techie in der Runde, der richtige Techie, wenn man so sagen darf. Sie haben Physik studiert, dann doktoriert noch in Computerwissenschaften und ihm ist die Aufklärung der Gesellschaft ein richtig großes, großes Anliegen. Er schreibt in einem Buch, das wird bald auch diesen Monat oder nächsten Monat noch erscheinen über KI, eine Einladung zur künstlichen Intelligenz. Da wird drüber, ja, also wir freuen uns auf dieses Buch. Vielleicht sagen Sie noch kurz ein Wort dazu, was werden wir darin finden? Ja, es geht eigentlich in dem Buch darum, dass man so ein bisschen aufgearbeitet Informationen bekommt, was KI ist, weil da große Missverständnisse vorhanden sind. Und dann natürlich, was für Gefahren damit verbunden sind. Das heißt, was auch der Impact auf unsere soziotechnologische Gesellschaft ist, was für Möglichkeiten damit auch verbunden sind und wohin die Reise gehen könnte. Und das ist so geschrieben, dass man als interessierter Laie sehr gut folgen kann. Herzlichen Dank, Marcel Blattner. Sicher auch sehr wichtig, auch eben um in den öffentlichen Diskurs zu stärken, oder? Ja. Über KI. Auf der anderen Seite haben wir zwei große Technologiefirmen. Wir haben Microsoft und Swisscom. Marc Hollitscher ist National Technology Officer, ich hoffe, ich sage das richtig, und stimmt. Mitglied der Geschäftsleitung bei Microsoft Schweiz. Er ist auch praktisch ein bisschen Herr über Daten, auch über die Cloud, hat zunehmend auch die Daten der Banken unter sich. Und er ist von Haus aus Politikwissenschaftler. Genau. Das ist ja auch spannend, dass man plötzlich Technology Officer wird. An seiner Seite von Swisscom haben wir Nicolas Passadelis. Hier muss ich jetzt auch den richtigen Titel nachschauen. Das ist ja, oder ich sage einfach, Sie sind interner Datenschutzbeauftragter. Das heißt natürlich Englisch, ein bisschen anders. Aber Sie schauen eigentlich bei Swisscom eben, dass das alles seine Richtigkeit hat, dass die Daten nicht missbraucht wird. Er hat bei Baker McKenzie, war lange Anwalt dort, ist doktorierter Jurist und haben sich dann entschieden, auch ungewöhnlich, sie wollen zu Swisscom, um mehr am Puls der Digitalisierung dabei zu sein. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Vielleicht einfach noch kurze Warm-up-Ethikfrage. Daumen rauf, wenn Sie einverstanden sind und Daumen runter, wenn Sie finden, nein, das stimmt nicht. Google Sprachassistent bucht ja Termine und spricht so menschenähnlich, dass man denkt, es sei ein Mensch am Apparat. Frage, muss sich KI als solche zu erkennen geben?
Daumen hoch oder runter? Gut, Sie sagen alle, das muss absolut transparent sein. Man muss wissen, dass das kein Mensch ist, wenn jetzt solche digitalen Assistenten Termine buchen. Zweite Frage, lässt sich Ethik in Systeme programmieren? Das kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. So, sowohl, wir sehen, hier ist eben auch schon, also schon eine erste Kontroverse, darauf habe ich doch gehofft. Also Sie sagen, klar, lässt sich rein programmieren, Sie haben da Ihre Zweifel. Ja. Finde ich spannend. Also warum haben Sie Ihre Zweifel, oder vielleicht mal Herr Holitscher, warum sagen Sie, das lässt sich schon rein programmieren? Software ist ja nichts anderes als eine Gesetz oder eine Abbildung von Gesetzmäßigkeiten. Es gibt ein fantastisches Buch von einem amerikanischen Rechtsprofessor, das heißt Code is Law, also dass sich sehr viele eben auch gesellschaftliche Entscheidungsprozesse oder gesellschaftliche Werte in Software abbilden lassen. Das sieht man ja auch aktuell in der Diskussion gegenüber, was im asiatischen Raum passiert, wie man dort mit Daten umgeht, dass sich von der Herangehensweise ja fundamental unterscheidet vom europäischen Wertesystem. Und da braucht es entsprechend eine gesellschaftliche Diskussion, wie diese Leitplanken schlussendlich aussehen sollen. Und die lassen sich zu einem großen Teil aber auch technologisch implementieren. Ein konkretes Beispiel ist, und ich plädiere immer dafür, dass man quasi einen Schritt zurück macht und sich einmal vergegenwärtigt, um was es bei der sogenannten künstlichen Intelligenz überhaupt geht. Und im Grunde ist es nichts anderes als die Automatisierung der Prognose, die auf mindestens drei Zutaten geschieht, also die Informationsbasis, die Beurteilung dieser Information und dann die entsprechende Handlung. Und insbesondere der Akt der Beurteilung ist etwas, was sich über kurz oder lang nicht automatisieren lässt, was aber eben was die Rahmenbedingungen, nach denen solche Technologien eingesetzt werden, sehr wohl widerspiegeln kann. Würden Sie dem zustimmen, oder? Sie haben ja schon vorher Daumen hoch, man kann das, Sie sind da optimistisch. Mein Daumen ging runter. Was? Also auch zur Frau, ja, mein also Daumen ging runter. Ja, einig. Ja, also bin da habe ich, wir sind ja schon der einzige Optimist. Aber das ist ja schon, Sie sprechen Wertesysteme an. Ich meine, das allein ist schon sehr individuell, ist kulturell in allen anderen, in verschiedenen Ländern anders. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Oder wie sehen Sie das, Herr Passadelis? Als jemand, der sich mangels anderer Fähigkeiten seit fast 30 Jahren mit dem Recht auseinandersetzt, weiß ich, dass eine Regel immer interpretationsbedürftig ist. Egal wie gut die Regel aufgestellt wird, man muss Regeln immer interpretieren im Einzelfall. Und wenn wir jetzt noch von Ethik sprechen, trifft das meines Erachtens erst recht zu. Das bedeutet, der Faktor Mensch in der Umsetzung von ethischen Grundsätzen ist absolut entscheidend. Und deshalb glaube ich nicht, dass wir das automatisieren können, und ich möchte eigentlich auch nicht, dass wir es automatisieren würden, sondern ich möchte gern, dass wir alle lernen, mit diesen neuen Phänomenen der digitalen Transformation klarzukommen und dass wir auch diese Risiken, diese Gefahren, aber auch die Chancen lernen für uns zu nutzen. Und da glaube ich, ist eben die Bildung des Individuums für mich zentral und nicht unbedingt die Bildung der Apparate, Maschinen, Software, Produkte. Aber Marc Holitsch, was sagen Sie jetzt dazu? Also, dass das wirklich sehr individuell ist am Schluss, oder? Und das dass ist, es dann vom Menschen interpretiert werden muss? Das bin ich absolut einverstanden. Also wir sind als Firma sehr skeptisch gegenüber diesen geschlossenen, durchgängig automatisierten Systemen, sondern plädieren dafür, dass insbesondere, wenn es um Entscheidungen geht, die gewisse Verteilungswirkungen haben, ob man einen Job bekommt, ob man im Sozialumfeld gewisse Unterstützungsleistungen kriegt, dass da ein Mensch im eben diesem Beurteilungsprozess involviert ist. Weil eben, wie ich das vorher angesprochen habe, es gibt gewisse menschliche Fähigkeiten, die eben in diesem Beurteilungsprozess absolut ausschlaggebend sind, die sich nicht automatisieren lassen, da bin ich absolut einverstanden, emotionale Intelligenz, Kreativität, Humor und andere. Aber es braucht einen
wie gesagt, eine gesellschaftliche Diskussion, ob gewisse Use Cases, ob gewisse Anwendungsbeispiele von künstlicher Intelligenz wünschbar sind oder nicht. Und Sie wollen vor allem ein Framework, glauben Sie, das kann man schon in die Systeme reinnehmen? Bis zu einem gewissen Grad. Bis zu einem gewissen Grad. Herr Plattner, Sie waren auch skeptisch, lässt sich Ethik in Systeme reinprogrammieren? Ja, also zuerst mal begrüße ich mal grundsätzlich, dass Unternehmen wie Microsoft sich dem Thema annehmen. Auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen vermessen, ehrlich gesagt, zu behaupten, dass man ethische Prinzipien so abstrahieren kann, dass das funktioniert. Und ich meine, wenn man sich das ein bisschen anschaut, Philosophen, Sozialwissenschaftler und so weiter haben sich schon Jahrzehnte mit dieser Thematik auseinandergesetzt und setzen sich immer noch auseinander, und wir wissen auch von den Sozialwissenschaften, dass halt ethisch oder Fairness zum Beispiel, um das konkret zu machen, Fairness soziotechnisch kontextabhängig ist. Auf der anderen Seite versucht man mit Software gewisse Methoden oder gewisse Konzepte zu abstrahieren, und das macht man, damit man eine gewisse Portabilität sicherstellen kann. Und das beißt sich natürlich, weil gewisse ethische Fragen sind stark sozial kontextuell abhängig, aber mit diesen Systemen will man eigentlich erreichen, dass man quasi diese imprinted Ethics, die man in der Software hat, dann einfach übertragen kann auf verschiedene soziale Kontexte, und das funktioniert so einfach nicht. Und ein weiteres Problem ist halt, dass diese Systeme, die können nicht normativ arbeiten, im Sinne von, sie können keine Entscheidung treffen, was man tun soll, wenn ein Missstand statistisch festgestellt wird, sondern diese Systeme können, wenn überhaupt, dann nur deskriptiv arbeiten, das heißt, sie können auf einen Missstand vielleicht hinweisen, und es braucht dann immer noch den Mensch, das ist klar, eine Aktion daraus abzuleiten. Aber ich persönlich, ich empfinde das als eine sehr gefährliche Entwicklung, dass man das vertoolen will, und zwar auch, weil man quasi in die Falle tritt, dass man sagt, ja, wir haben hier ein Tool, das löst deine ethischen Probleme, und man übergibt denn, als ich sage jetzt mal als Kunde, wenn man so ein Tool verwendet als Firma, überträgt man so ein bisschen indirekt dann die Verantwortung wieder auf die Technologie, und das ist in meinen Augen falsch, oder? Schon im Ansatz, genau. Gefährlich. Ja, also schon sehr interessant, die verschiedenen Ansätze. Judith Belesch ist ja hier, weil sie sich vor allem, also es gibt jetzt, die Firmen reagieren jetzt auf solche Fragen eben mit Datenstrategien oder auch Ethics Officers und so weiter, die Politik. Sie sind ja auch hier, Judith Belesch, weil Sie sich persönlich auch darüber aufregen und auch Vorstöße lancieren, dass eben die Politik, jetzt auch Kanton Zürich, keine Digitalstrategie hat in diesem Sinne. Vielleicht können Sie sich noch dazu äußern. Ja, das mache ich sehr gerne. Ich erlaube mir trotzdem auch noch einen Beitrag zu leisten zu dieser Automatisierung von der Ethik. Ich bin ja hier quasi als Vertreterin der einfachen Bevölkerung. Das ist ja unsere Aufgabe als Politikerinnen und Politiker. Und für mich ist es nicht so eine Frage der technologischen Möglichkeit, ob man das kann oder nicht, sondern wieso sollten wir das tun und wer trägt einen Nutzen davon? Und ich habe meine Zweifel, dass wenn wir die Ethik automatisieren, dass sie dann die große Gewinnerin ist in diesem Spiel. Ich weiß, ich bin nur Beobachterin, habe keinen technischen Background, aber ich weiß von Experimenten, in welchen dann die Automatisierung von Entscheiden wirklich sehr starke rassistische und sexistische Tendenzen haben, und das kann ja auch nicht die Zukunft sein der Automatisierung der Ethik. Und bisher war es auch so, dass die Ethik einer sehr tiefgründlichen menschlichen Auseinandersetzung bedarf und auch eine Einzelfallbeurteilung. Dafür gibt es ja auch Ethikkommissionen in vielen Fällen, und eine Automatisierung würde dem natürlich sehr stark entgegentreten.
Deshalb muss ich sagen, eine automatische künstliche Ethik ist nur dann wünschenswert, wenn der Mensch wirklich etwas davon hat. Und davon, glaube ich, sind wir noch sehr weit fern. Und Sie sagen auch, es ist zu naiv zu glauben, dass uns das die Technologie einfach abnehmen kann. Am Schluss steht dann doch der Mensch. Das kann ich nicht beurteilen. Technologisch kann ich das nicht beurteilen. Meine Frage ist, ist es überhaupt wünschenswert? Wieso müssen wir das auch noch einer künstlichen Intelligenz übergeben? Wir sind sehr gut dazu in der Lage. Wer kann es besser? Und ich denke, am Schluss ist dort am Ende die menschliche Kompetenz dann doch die stärkere. Ist meine Meinung. Sehr gut. Wir haben eben, wie gesagt, quasi der Heilsbringer ist jetzt diese Datenstrategie in vielen Unternehmen. Wir wollen ganz konkret mal wissen, wie Sie das umsetzen, wie geht man um mit dem sorgfältigen Umgang mit den Daten, Mark Hollitscher? Sie haben eine Datenstrategie, was versteht man dahinter? Die Datenstrategie, die Microsoft verfolgt, wird geleitet von 6 Prinzipien. Und das ist mir schon noch einmal wichtig, auch diesen Punkt klar zu transportieren. Wenn ich sage, Ethik lässt sich in Software abbilden, dann sage ich nicht, dass sich ethische Entscheidungen automatisieren lassen, sondern dass es technische Maßnahmen gibt, die eben ethisch falschen Entwicklungen entgegenwirken können. Eines unserer 6 Prinzipien ist beispielsweise Fairness, dass eben Algorithmen, die aufgrund von verzerrten Datenbeständen Verzerrungen in den Empfehlungen oder in den Prognosen abbilden, entsprechend kontrolliert werden können, dass sie erklärbar sind. Also wenn eben eine Kreditvergabe beispielsweise abgelehnt wird, die betroffene Person eine Möglichkeit hat zu verstehen, warum das so zustande gekommen ist, dass sie auch versteht, was sie ändern könnte an ihrem Verhalten, um in einem nächsten Durchgang ein positives Resultat zu erwirken. Es gibt weitere Prinzipien wie die Sicherheit, den Schutz der Privatsphäre. Das ist ein Punkt, den Microsoft seit über 20 Jahren sehr, sehr hoch hält. Wir gehen inzwischen sogar so weit, dass wir sagen, der Schutz der Privatsphäre ist ein Menschenrecht, weil es unser ganz klarer Ansatz ist, eben die Daten gehören unseren Kundinnen und Kunden und wir bearbeiten diese ausschließlich nur so, wie von ihnen instruiert. Und da gibt es dann eben verschiedene technische Kontrollen, organisatorische und vertragliche Kontrollen, die das entsprechend sicherstellen, also dass unser Geschäftsmodell eben nicht ist, die Daten unserer Kundinnen und Kunden für irgendwelche nachgelagerten Zwecke weiter zu verwenden, sei das Data Mining, Analytics oder irgendwelche Werbeaktionen. Also jetzt haben Sie gesagt, Fairness, Erklärbarkeit, Sicherheit, 3 Aspekte, Sie haben gesagt, aber 6 sind es insgesamt. Genau, es kommen noch weitere dazu, Robustheit. Einfach ganz kurz, um es robust, zu sagen. Also ja. Ich habe 3 gesagt, Robustheit, Sicherheit und Transparenz. Und Transparenz, und das ist dann wie ein Filter, wo eigentlich jedes Produkt durch muss. Es gibt ja auch so Lebensmittelhersteller oder große Konsumgüterhersteller, sagen ja auch, wir haben Green Filters und alle diese Produkte müssen da durch und müssen das bestehen. Richtig, wir haben so ein sogenanntes IFA Committee, heißt das. Das sind Vertreter von verschiedenen Geschäftsabteilungen, aber auch des obersten Management Teams, und jedes Projekt, welches eben künstliche Intelligenz beinhaltet, wird dadurch einen Prüfprozess durchgeleitet. Und das Interessante dabei ist, dass man eigentlich nicht mehr wie früher die Lieferkette durchleuchten muss. Also stellt man sicher, dass keine Kinderarbeit oder keine schmutzigen Technologien eingesetzt wurden in der Herstellung eines Produkts, sondern man muss zukunftsgerichtet antizipieren, wie könnte künstliche Intelligenz eingesetzt werden und ist dieser potenzielle Einsatz kompatibel eben mit diesen 6 Prinzipien. Und wenn wir da zum Schluss kommen, dass es gewisse Unsicherheiten gibt, dann verzichten wir auch auf den Geschäftsabschluss oder bauen zusätzliche Kontrollen ein. Gab es das schon mal, Beispiel? Ja, das hat es, absolut. Also, was war das für ein Beispiel, wo Sie sagen, machen wir nicht? Gesichtserkennung ist eine Technologie, die
eine ganze Reihe von guten Anwendungsmöglichkeiten hat, wenn es darum geht, zum Beispiel vermisste Kinder wiederzufinden, Familien zusammenzubringen. Aber sie kann auch Negativ-Implikationen haben, wenn sie ungefragt Leute in einem Publikum scannen und das dann verknüpfen mit gewissen Positionsdaten oder einer politischen Ausrichtung und das dann gegen diese Person entsprechend genutzt wird, dann ist das ein Anwendungsbeispiel, den wir so nicht unterstützen und haben auch konkret schon Projekte abgelehnt. Ist das ähnlich bei Ihnen, Nicolas Passadelis, also dass Sie auch wie so einen Filter haben, jedes Projekt, jedes Produkt muss da durch und das bestehen und sonst werden halt auch mal Geschäfte nicht abgeschlossen? Wir haben hier einen leicht anderen Ansatz und zwar, ich habe das vorher eigentlich anklingen lassen, bei uns ist das der Begriff der Datenkultur entscheidend für das, was wir tun. Wir sind der Meinung, dass wir nicht eben auf prozedurale Mittel setzen möchten, also auf Geschäftsprozesse, wo eben da irgendein Checkpoint drin ist, wo man dann, ich sage jetzt mal, datenschutzrechtliche oder ethische Fragen prüfen möchte, sondern wir möchten eigentlich, dass der Umgang mit Daten in die DNA der Mitarbeiter einfließt. Also wir möchten dorthin kommen in 2 bis 3 Jahren, dass eigentlich jeder Mitarbeiter, alle Mitarbeitenden der Swisscom im Grunde genommen mit Daten sehr gut umgehen können. Das heißt einerseits, dass sie die Daten nutzen können für das Unternehmen, für die Kunden, aber andererseits das auch verantwortungsvoll tun, so dass weder die betroffenen Personen noch das Unternehmen geschädigt wird. Also Sie setzen da mehr auf Soft Factors und nicht auf so ganz strukturierte Prozesse. Reicht das dann einfach zu denken, ja, wir haben da eine sehr gute Kultur? Nein, das reicht natürlich nicht. Unter dem Thema Datenkultur gibt es auch dann die klassischen Compliance-Maßnahmen, die dort auch wirken. Aber die Idee der Datenkultur kommt eben daher, dass die Compliance-Maßnahmen als solche nicht ausreichend sind. Weil wir haben als Beispiel, wir haben etwa eine 4-stellige Anzahl an Systemen, die wir betreiben. Wir können mit Human Factor nicht überall sein. Also ich persönlich schon gar nicht. Das heißt, wir müssen eigentlich irgendwo die Leute an einen Punkt bringen, wo sie eben beim Betrieb eines Systems selbstständig wissen, was geht und was nicht geht. Natürlich gibt es dort eine Unzahl von Tools und Möglichkeiten, sie dabei zu unterstützen, aber dort möchten wir hin, dass die Leute selber wissen, was zu tun ist. Das ist einerseits in unserem eigenen Interesse, im Interesse der betroffenen Person, der Kundinnen und Kunden, aber auch im Interesse der Person. Also wir haben eine große Verantwortung, wir haben fast 18.000 Mitarbeitende und wir möchten diese Mitarbeitenden auch fit machen, ganz persönlich in ihrem Job, eben diese Elemente zu berücksichtigen. Und wer ist am Schluss verantwortlich? Das ist ja auch immer die große Frage. Also sind Sie dann am Schluss verantwortlich, quasi als interner Datenschutzbeauftragte? Sie sind ja eher dann wahrscheinlich der Partypooper zum Teil, oder? Compliance-seitig, also das machen wir jetzt besser nicht, da lassen wir die Hände davon, oder? Ich kenne den Beliebtheitsindex meiner Person nicht im Unternehmen, aber sagen wir es mal so, es ist tatsächlich meine Verantwortung dafür zu sorgen, dass das funktioniert. Ich bin da bei weitem nicht alleine. Wir haben eine große Anzahl an Leuten, die mich unterstützen auf diesem Weg, weil ich das alleine einfach nicht stemmen kann und auch nicht möchte. Aber ich glaube, wir haben eine sehr, sehr spannende Strategie diesbezüglich und ich bin eigentlich sehr leidenschaftlich dabei, ja. Haben wir da gehört von Swisscom und Microsoft, wie sie das Problem angehen und wie sie das ein bisschen unterschiedlich zu lösen suchen. Mhm. Tamedia hat ja auch immer mehr Technologie und digitale Plattformen im Portfolio. Wie sehen Sie das? Ja, also ich möchte vielleicht noch eine Bemerkung machen zum Thema Fairness. Ganz kurz, und zwar, da liegt eben genau zum Beispiel ein Problem. Also wenn man Fairness abstrakt abbilden möchte, dann zieht man eigentlich ein mathematisches Modell heran, um das zu tun. Es gibt etwa 5 oder 6 verschiedene Modelle. Und wenn man sich jetzt quasi darauf stützt, dass man sagt, ja, ich habe ein Tool, das quasi herausfinden kann, ob meine Maschine fair oder nicht fair entscheidet, dann wissen wir, dass von der Forschung halt, jetzt erst kürzlich wieder rausgekommen, dass diese mathematischen Prinzipien, dass die statistisch gesehen eben nicht
sakrosankt sind, das heißt, die haben auch Löcher, Loopholes drin. Und da liegt eben genau die Gefahr, dass wenn man solche Dinge vertut, dass die Forschung ist einfach noch nicht so weit, oder wir sind noch nicht so weit, um sagen zu können, wir haben dieses Konzept der Fairness wirklich gut abstrahiert und können das dann wirklich auch einfach vertun. Das einfach nur nochmal als Bemerkung. Jetzt für die Datenstrategie bei Tamedia, muss vielleicht wissen, dass bei Tamedia fließen etwa, also der Menge der Daten her gesehen, etwa 75-80% der Schweizer Bevölkerung generiert pro Tag mindestens einen Datenpunkt, der durch unsere Pipelines fließt, weil wir halt eben investiert haben in Firmen wie Ricardo, Tutti und so weiter. Darum geht es, gibt ein großes Universum. Um das ein bisschen konkret zu machen, Datenstrategie einfach nur, gibt es natürlich die gesetzlichen Randbedingungen, die wir einhalten, das ist klar, also Datenschutzbestimmungen, was man mit Daten tun darf und was nicht. Aber wir setzen bei dieser Datenstrategie sehr stark auf die Dokumentation in den einzelnen Prozessen. Das heißt, wenn angenommen, man baut ein Modell, das mit künstlicher Intelligenz eine bestimmte Aufgabe lösen soll, dann sind in den Prozessen von der Datensammlung bis zur Auslieferung des Modells unterschiedliche Divisionen, unterschiedliche Menschen daran beteiligt. Und was wir festgestellt haben, ist einfach, dass es wichtig ist, dass man quasi diese Prozesse bei der Übergabe in den nächsten Prozess, dass das sehr gut dokumentiert ist. Das kann man zum Beispiel machen, indem man, wenn man ein Modell trainiert, dass man solche sogenannte Model Cards sich anlegt, wo genau dokumentiert wird, zum Beispiel welche soziodemografischen Attribute in dem Modell drin sind, was diese Attribute für einen Einfluss haben auf die Entscheidung der Maschine und so weiter. Das heißt, also Transparenz. Transparenz, auch genau. Wichtig. Also Transparenz halt im Sinne von, dass klar ist, was die einzelnen Prozesse mit den Daten gemacht haben, was der Input war und was der Output war. Also das heißt, wir versuchen das möglichst an der Basis dann halt aufzuhängen. Und die Leute halt auch, die mit diesen Daten in Berührung kommen bei Tamedia, zu sensibilisieren, was für Gefahren damit dann halt auch verbunden sind. Ich meine, nur die und nicht so also ja, ich meine, firmenübergreifend wie jetzt, weiß ich. Ja, ich meine, wir haben natürlich, klar, also wir sind vielleicht zum Konto, wir sind so aufgestellt, dass wir sind nicht einer bestimmten Division angehängt, dieses Datenteam, sondern es ist eine Art Stabstelle bei Tamedia, das gruppenweit agieren kann. Und wir haben intern auch verschiedene Konferenzen, wo diese Thematiken dann besprochen werden und dann aus den unterschiedlichen Firmen auch Leute zusammengezogen werden. Wichtig wäre ja auch gerade für Journalisten oder mehr zu hinterfragen, genau, die ganzen Algorithmen und eben auch die Prozesse. Ja, ich glaube, aber es ist noch spannend, oder wie ich jetzt Sie verstanden habe, Sie sagen eher Kulturansatz, Sie sagen der Prozessansatz ist wichtig und Sie sagen Transparenzansatz ist wichtig. Ja. Also für uns ist halt wichtig, ja, ist halt wichtig, dass die Leute verstehen, dass man sich nicht auf die Technologie verlassen kann. Ich meine, ich komme halt nochmal, ich reite jetzt ein bisschen auf dem rum, aber ich möchte nochmal auf das Thema kommen. Ich meine, bei diesen Fairness-Geschichten ein sehr triviales Mittel, um zu sagen, meine Algorithmen sind jetzt fairer, ist einfach diese soziodemografischen Attribute aus den Daten herauszunehmen. Zum Beispiel, wenn Attribute drin sind wie Alter oder Geschlecht oder ethnische Zugehörigkeit und so weiter, dann nehme ich die Attribute raus, trainiere meine Modelle und dann habe ich ein Modell, das neutral ist und das stimmt eben nicht. Man kann zeigen, dass gewisse Umstände, wenn die gegeben sind, dann wird das Ganze noch schlimmer, weil gewisse andere Attribute wie als Proxys wirken, die dann diese stereotypische Bild, das in den Daten eigentlich, das wir eigentlich in den Daten sozusagen generiert haben, die Menschen, dass das dann sogar noch verstärkt wird. Das heißt, wir sind da noch lange nicht an einem Punkt, wo wir wirklich verstehen, wie wir das Problem endgültig angehen müssen. Also Marc Kohlisch, das klingt haarsträubend, also der Fairness-Ding ist noch nicht gelöst, oder? Eventuell, ich habe mich da in eine blöde Situation manövriert, weil es jetzt so tönt, als ob wir da technologieblind quasi das alles befürworten. Das ist ganz und gar nicht so.
Ich bin mit allem, was Sie sagen, absolut einverstanden. Darum sagen wir auch, AI muss menschenzentriert passieren. Darum sagen wir auch, wie ich das betont habe, kleine, keine durchgängig automatisierten Entscheidungen, sondern immer eine menschliche Beurteilung notwendig, um eben kontextabhängig auch, was Vernetzungen angeht, welche eine Maschine nicht leisten kann, dass das entsprechend berücksichtigt wird. Also in keiner Weise ist es so, dass wir denken, dass sich das alles mit irgendwelchem Software-Code schlussendlich abdecken lässt. Bei der Fairness allerdings glaube ich wirklich, dass eben die Erklärbarkeit das ausschlaggebende Faktor ist. Und diese Erklärbarkeit kann über verschiedene Wege erreicht werden. Einerseits eben, dass man die Datenpunkte kennt, dass man die Gewichtung der Datenpunkte analysiert, aber dass es auch gewisse technische Maßnahmen gibt, zum Beispiel wie ein Data Labeling, dass wenn ein Modell gebaut wird, die unterschiedlichen Daten in ihrer Herkunft ganz klar beschrieben sind und auf diese Weise eben eventuelle Verzerrungen bereits in der Modellierung, im Design des Systems berücksichtigt werden können. Und man muss ja schon sagen, es ist vielleicht auch ganz hilfreich, ein gewisses Framework zu haben, durch das man sich dann hangeln kann bei jedem Projekt und immerhin um das Bewusstsein zu steigern. Ich denke, das wäre, also da wären Sie schon auch offen bei Tamino, Auf jeden Fall. Nein, ich meine, wir machen jetzt diese Tests auch. Genau. Also das, ich möchte nur noch schnell, weil wir jetzt sehr viel gesprochen haben von den Unternehmen, was die Daten strategisch da anpacken. Wie sieht das in der Politik aus, Judith Bille? Ja, ich würde Ihnen sehr gerne etwas über die Datenstrategie der Politik erzählen, aber die Realität ist, die Politik hat keine Datenstrategie. Und das erschüttert mich jeden Tag wieder von Neuem und deshalb bin ich auch ein bisschen missionarisch unterwegs und besuche halt einfach Konferenzen und versuche da das Gehör zu steigern und den Druck auf die Politik zu erhöhen. Tatsache ist, die Politik ist total überfordert damit, was derzeit passiert in der Digitalisierung mit den Daten und auch den Umgang mit Daten. Und deshalb tut sie... Die Unternehmen ja auch ein bisschen, also wie man jetzt gesehen hat. Ja, in einem anderen Maß. Also sie tut ja gar nichts, die Politik ist regelrecht gelähmt. Es gibt keine Digitalstrategie in keinem... Weder beim Bund, weder in keinem Kanton, vielleicht St. Gallen fängt langsam an, in keiner Gemeinde. Es gibt nirgends einen Digital Officer, das ist meistens dann die IT und die ist dann dem Finanzminister angehängt und wir kennen es, wir sind alle Milizpolitiker, also unser Finanzminister im Kanton Zürich war vorher Bauer, ich schätze ihn sehr, er ist Finanzminister, aber Digitalfragen sind vielleicht einfach zu wichtig, als dass man sie einfach irgendwo anhängt. Es braucht viel mehr Digitalkompetenz und wir sind ja so weit, dass sogar der Staat sich jetzt weigert, eine digitale Identität zur Verfügung zu stellen. Der sagt, das sollen doch die Privaten machen, sie machen das viel besser. Obwohl es ist klassisch, der Staat ist eigentlich Gatekeeper der Identität. Einen Pass möchte ich jetzt auch nicht unbedingt in Kobo oder im Migros einkaufen. Das ist aber die Realität, oder? Aber meine digitale Identität, die soll ich bei UBS oder bei der Post machen. Das erzeugt totale Dissonanzen bei der Bevölkerung und verstärkt natürlich auch das Misstrauen. Auch die Frage ich sage jetzt mal, das ganze E-Voting, wenn der Staat selbst von sich sagt, wir sind nicht in der Lage, ihre Datensicherheit zu gewährleisten, jemand anderes soll das machen, ja, wer will dann noch E-Voting? Das ist dann natürlich die Konsequenz. Ich finde das sehr schade, deshalb bin ich auch so aktiv, ein bisschen allein unterwegs und ich freue mich natürlich auf so Kurs, wenn auch im Publikum und auf dem Podium Menschen bereit sind, das Thema auf die politische Agenda zu bringen. Ich bin da ein bisschen hartnäckig, bringe sehr viele Vorstöße und bringe natürlich auch... Konkret auch noch Beispiele? Konkret im Kanton Zürich bin ich, bin ja Kantonsparlamentarierin, habe ich eine Forderung gestellt, überhaupt eine Digitalstrategie zu formulieren, weil
die Digitalstrategie des Kantons und jeder Regierung ist, beschränkt sich darauf, eine digitale Verwaltung zu machen. Ja? Mhm. Früher musste ich jetzt einen Personenausweis oder so am Schalter vorbeigehen und jetzt kann ich da irgendwie das online machen. Das ist eigentlich der große Befreiungsschlag und der Staat sagt, ja, wir sind ja schon digital unterwegs. Aber letztendlich gibt es keine Digitalstrategie, die sich holistisch um unsere Gesellschaft kümmert. Hier geht es um das Gesundheitswesen, um das Bildungswesen, es geht um die Mobilität. Wenn wir auch autonome Fahrzeuge brauchen, dann brauchen wir natürlich schon auch eine Dateninfrastruktur, die das ermöglicht. Wir brauchen die Datenkapazität, die das ermöglicht und wir brauchen letztendlich auch den Umgang mit Daten, denn diese autonomen Fahrzeuge, das sind Datenschleudern. Wer hat dann Zugang? Wer weiß dann, wer wo, wie unterwegs ist? Das sind die großen Fragen. Ich habe auch eine Forderung gestellt nach einem Digitalbeirat, eben wegen dieses Milizsystems. Der Regierungsrat ist natürlich nicht in der Lage, all diese Fragen ganzheitlich zu untersuchen, das ist auch okay, aber man kann sich ja auch Hilfe holen. Ein Vorstoß betraf die Sharing Economy, weil zunehmend ist natürlich der ganze Arbeitsmarkt betroffen, von diesen Plattformen auch, aber diese Menschen können sich nicht ordentlich versichern. Wir müssen da Gefäße schaffen. Das sind große Fragen, oder? Das sind große Fragen und die bleiben unangefasst. Ja. Nein, danke für diesen Appell und wichtigen Appell. Also wie sehen Sie das? Also ist Föderalismus eigentlich wirklich der Feind der Digitalisierung? Dass es halt, ja, es gibt ja auch viele der Technologie Economies of Scale und sehr viel ist zentral gesteuert. Also macht einem auch fast ein bisschen Angst, oder? Dass in der Politik noch so verschlafen. Ja, und ja, es erzeugt auch Angst, ja. Oder? Die Bevölkerung ist tiefgehend verunsichert. Ja. Man hat das auch gesehen, dieser Meinungsunschwung über E-Voting, das war ein ganz starkes Projekt. Wir wollen jetzt endlich digital abstimmen, das wäre so komfortabel. Mittlerweile ist man sich nicht mehr sicher über die Manipulationsgefahren darüber. Und der Bund kann nicht hinstehen und sagen, was er will. Er überlässt es dann eigentlich ein bisschen so dem Zufall, was wir jetzt damit machen. Nehmen Sie die Politik digital auch so wahr oder ähnlich? Also ich stimme mit Ihnen ein, dass auf diesem, in diesem Gebiet zu wenig passiert. Die Digitalisierung allgemein, aber insbesondere auch die künstliche Intelligenz ist ein Thema, da, wo eine abwartende Strategie nicht die richtige ist, auf verschiedenen Ebenen. Eben, es braucht diesen gesellschaftlichen Entscheidungsfindungsprozess, was wünschbar ist, was für Anwendungsszenarien man tolerieren will und welche eben nicht. Microsoft ist auch eine dieser Firmen, die ganz klar nach einer staatlichen Regulierung gerufen hat, weil wir der Überzeugung sind, wenn man die gesamte Thematik nur dem Markt überlässt, dann gibt es ein Race to the Bottom unter Umständen, was ebenfalls nicht wünschbar ist und dann wieder gewisse Ängste kreiert, die zu einem Abstoßen dieser neuen Möglichkeiten führen. Also insofern plädieren wir ebenfalls dafür, sich proaktiv, eben gestalterisch jetzt an dieser Designphase zu beteiligen und da nehme ich in der Schweiz auch eine gewisse Zurückhaltung, eine gewisse Schläfrigkeit war, die der Sache sicher nicht gerecht wird. Weil eben, man kann es nur schon, also eine der Grundmechanismen im Bereich der künstlichen Intelligenz ist der Zugang zu Daten. Und das tönt jetzt auch wieder, es kommt jetzt verkürzt, aber umso mehr Daten, desto besser, desto bessere Modelle, desto höher die Treffsicherheit. Und das kann man in verschiedenen Bereichen durchspielen. Also beispielsweise, wenn die bilateralen Verträge scheitern würden und die Schweiz faktisch vom Zugang zum Datenpool in der Europäischen Union ausgeschlossen ist, dann kann das mittelfristig ein Problem sein, weil man dann eben nicht dieselbe Ressourcenbasis hat, um in dieser zukunftsweisenden Technologie sich zu positionieren, wie das andernfalls
wäre. Also Sie plädieren eigentlich auch für so ein Modell, wie Macron das vorschlägt, oder? Der eigene AI-Strategie, das ganz oben beim Präsidenten angesiedelt. Der will steuern, aber so, dass es zugutekommt, den Bürgern zugutekommt, dass man halt eben für präventiv, sei es im Gesundheitsbereich oder Mobilität, dass man da steuern kann und dann aber nicht wiederum Daten missbraucht werden für gewisse Business-Anwendungsmöglichkeiten, wie jetzt bei den Versicherungen, oder wo all die Daten ja auch sehr, sehr spannend sein könnten. Jetzt einfach nochmal lösungsorientiert, oder vielleicht gibt es ja auch ein bisschen Hoffnung. Also wie könnte man dann besser zusammenarbeiten? Jetzt kennen Sie sich überhaupt? Sie kennen sich auch noch nicht, oder? Jetzt wir sind immerhin jetzt mal wieder Gelegenheit, einen Ansprechpartner zusammenzuarbeiten. Microsoft also, da auch vorne. Also was mir halt ein bisschen fehlt, ist, dass also was die Politik vielleicht, sag jetzt mal, zeitnah an die Hand nehmen könnte, wäre, dass diese Themen in der Grundausbildung in den Schulen schon aufgenommen werden. Weil ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Leute eigentlich, also dass der Bürger sich gar nicht bewusst ist, dass er von solchen Systemen bereits schon umgeben ist und auch einen Einfluss hat auf tägliche Dinge, was für Informationen konsumiere ich, wann konsumiere ich die und so weiter. Und ich denke, die Politik müsste da zum Beispiel am Hebel ansetzen, dass in der Ausbildung, also dass diese Dinge in der Schule schon thematisiert werden, dass das in einen Lehrplan hineingehört zum Beispiel, weil ja, wir interessieren uns immer noch dafür, dass vor 30.000 Jahren irgendjemand mal an einer Höhlenwand irgendwas gekritzelt hat und das wird dann gesagt, das ist gesellschaftsrelevant für uns heute, aber auf der anderen Seite werden all diese Themen über eben künstliche Intelligenz und der Impact auf die Gesellschaft, das wird viel zu wenig thematisiert und ich würde mir von der Politik zum Beispiel wünschen, dass da einfach viel aggressiver vorgegangen wird. Also bildungspolitisch, glaube ich, Vorstöße, ja. Oder auch an der ETH und Hochschulen, wo man Technologieethik einfach auch wie als Pflichtfach, wie jetzt Wirtschaftsethik, verschiedene Studienrichtungen, aber bisher kann man sich mit Codes und Programmieren beschäftigen, ohne sich auch Fragen der Ethik zu stellen, oder? Ja. Das ist leider auch immer so. Also sicher wichtiger und guter Input da, bildungspolitisch zumindest, da ist man ein bisschen am Hebel, oder? Jetzt auch nochmal an die Unternehmen, wie reicht das, was sie zurzeit machen? Oder könnte man noch mehr tun? Man kann immer sicher mehr machen, aber ich möchte gerne eine Lanze brechen für etwas mehr Geduld. Ich kann sehr gut nachvollziehen, vor allem was du gesagt hast, Judith, möchte aber auch zu bedenken geben, dass uns im Moment die reinen Ressourcen für eine aggressivere Vorgehensweise einfach fehlen. Es gibt im Markt, und ich kann das in dem Sinn ein bisschen aus meiner eigenen bescheidenen Erfahrung erzählen, noch vor 5 Jahren. Ich habe ja mit dem Datenschutzrecht vor 20 Jahren angefangen. Noch vor 5 Jahren hörte ich eigentlich immer in meinem Alltag, wenn Leute mich gefragt haben, was machst denn du? Ich sage, ich mache in Datenschutz. Dann war die normale Antwort, ja, aber wenn du nichts zu verbergen hast, dann ist doch das gar kein Thema. Heute sind wir aber völlig woanders in der Wahrnehmung der Gesellschaft. Nur bis wir diese Skills erarbeitet haben, auf allen möglichen Ebenen, ich rede hier von den Data Scientists, über die KI-Entwickler, über die Juristen, über die Betriebswirtschaft, das Management, die Politik, die Verwaltung, um hier in diesem Querschnitt das ganze Niveau hochzufahren, das dauert ein bisschen. Und ich möchte das vielleicht mit einer Metapher begleiten. Stellen Sie sich vor, Sie möchten gerne Olivenöl produzieren. Wenn Sie Olivenbäume pflanzen und dann einmal im Jahr schauen, wie groß die geworden sind in der Zwischenzeit, dann werden Sie enttäuscht sein, weil die Dinger wachsen jetzt einfach nicht so schnell. Dafür, wenn Sie mal so weit sind und die ersten Früchte abwerfen, geht das noch 300 Jahre so weiter, wenn man sie pfleglich behandelt.
Und ich glaube, genau deshalb ist es wichtig, dass wir solche Veranstaltungen wie hier machen, dass wir versuchen, einerseits das Thema zu entwickeln, andererseits aber auch den Menschen die Möglichkeit geben, sich da hineinzufinden. Und dann braucht es einfach noch ein bisschen Geduld, wie bei einem Olivenbauern. Ich glaube, Marc hat das sehr schön gesagt. Marc Hollitsch hätte, glaube ich, trotzdem gerne noch ein bisschen Tempo, merke ich. Und auch Judith Belesch geht es ein bisschen zu langsam, aber vielleicht auch lösungsorientiert kann man ja auch erwähnen. Es gibt wirklich momentan viele Initiativen. Mobiliar zum Beispiel versucht zusammen mit ganz verschiedenen Hochschulen einen Ethikkodex auszuarbeiten. Wären Sie da auch dabei? Finden Sie das interessant? Ja, also ich denke, das ist ein Muss, dass man genau. Also es gibt ja zwei Seiten. Die eine Seite ist, dass man Leute mit einem technischen Hintergrund in diese Richtung weiterbildet. Ich finde, es ist aber auch wichtig, dass Leute, die aus der philosophischen Ecke kommen, sich mit gewissen technischen Realitäten auch auseinandersetzen, weil das fehlt mir manchmal auch ein bisschen. Also es braucht die gegenseitige Annäherung, um da sinnvolle Lösungen zu finden. Also es wird im Hintergrund viel getan, nehmen wir mit, Kultur, Prozesse, Transparenz in der Politik, aber auch Politikerinnen, die im Hintergrund auch vieles versuchen zu ändern. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie dranbleiben. Ich habe mich gefreut über ein elektrisierendes Gespräch mit Judith Belesch und Marcel Plattner, Marc Hollitscher und Nicolas Passadelis. Danke, dass Sie alle hier waren. Wir machen jetzt, glaube ich, mal einen kurzen Shutdown. Kurze Pause, laden unsere Energien wieder auf und ich freue mich, wenn Sie dann wieder einschalten. Um 11 Uhr sind wir wieder hier für Sie da. Danke sehr.